Hallo meine Lieblingsmenschen, heute in diesem Video geht es darum, um die neue Mitte zu finden. Und als erstes möchte ich für uns alle einige Energien einladen, die uns helfen sollen, auch mit den Schockenergien, die noch in den Systemen hängen nach dem Hochwasser und auch zu tun haben mit diesen Wetterbedingungen, zu beruhigen. Und das sind die dreifachen Sequenzsysteme. Bitte laufen für uns alle, für einen jeden von uns, der dieses Video sieht und alle darüber hinaus. Ohne Grenzen, jawohl. Und wir laden auch die Beyonds of the Beyonds und die ewigen Beyonds und die Beyonds, die Beyonds gefangen halten, um alle Schocks zu lösen. Wunderbar. Das läuft. Und ihr könnt es auch jetzt mit mir mitmachen. Ich werde euch gleich sagen, worum es hier geht. Diese Energie, die ich hier spüre für uns alle, geben wir jetzt an Mutter Erde zurück. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jawohl. Das hat damit zu tun, dass viele von uns Erdheiler sind. Vielleicht auch ohne, dass wir das wissen. Und seit diesem Hochwasser, dass es uns extra dreckig gegangen ist, ob wir jetzt darin betroffen waren oder nicht. Ja, die Erde hat eine Riesenreinigung gemacht. Hochwasser ist vor allem dafür da, dass die Erde sich von Entitäten reinigt. Und diese Entitäten sollen auch entlassen werden. Also wenn ich mal kurz über die Eifel sprechen darf, Eifel, und ich segne sie dafür, hat immer den Standard sehr hoch gehalten, um alte Kriegsgräber zu erhalten und zu ehren. Und jedes Mal, als ich auch in der Eifel war, weil ich gehe sehr gerne in die Eifel und amüsiere mich da köstlich mit all den Entitäten, die ich halt immer getroffen habe, es wurde mir schon längst erzählt, dass es Zeit war, dass es alles gehen darf. Und so darf ich auch in den letzten Monaten viele Gräber erlösen. Unter anderem habe ich endlich nach einem ganz innigen Herzenswunsch vor 30 Jahren oder so etwas für Auschwitz machen dürfen über eine Klientin. Und ich kann euch nicht sagen, wie weit das mein Herz macht, dass das jetzt alles möglich ist und auch alles so leicht ist. Ja, da sind wir schon ja mitten in der Materie drin. Weil ich denke, viele von uns, auch ich, haben uns wie aus der Mitte herausgerissen gefühlt. Vielleicht nicht immer, aber immer wieder, ja, dass wir fühlen, wir sind unstabil oder wir schwanken. Und ja, genau, vielleicht auch mit fröstelnden Energien oder sich wie starr fühlen, nicht in die Aktion kommen können oder manche in die Überaktion. Ja, dazu werde ich einiges sagen, weil da passiert so viel im Moment und es ist nicht leicht für mich, das irgendwie kurz zu fassen in einem Video, aber ich werde es aber trotzdem versuchen und ich habe ja auch schon ein paar Karten hingelegt, um mich da ein bisschen zu führen, was gesagt werden will heute. Erstens mal möchte ich euch ganz herzlich willkommen heißen in meiner neuen Praxis. Weil die Praxis ist umgezogen in ein anderes Zimmer, immer noch am Kreuznach 20,
aber ist so. Das erste Zimmer, wenn ihr bei mir im Flur entlang läuft, rechts statt links. Das heißt, ich bin vielmehr so an der Hintenseite des Hauses, wo es ruhiger ist, wo ich mich besser konzentrieren kann und wo meine Blümchen sind, zur Terrasse natürlich. Ich zeige euch mal. Könnt ihr mal ein bisschen mitgucken. So, mal gucken, ob das gelingt. So, das ist jetzt, wo man reinkommt. Schon das Bild, das ich schon vor einigen Monaten fand, wo ich wusste, diese Transformation steht an. Und damit meine ich nicht nur Praxisraum wechseln, sondern die Transformation in mir und in uns alle. Es steht für den Heiligen Geist. Jawohl. Ich laufe mal zum anderen Ende, weil die Kamera nimmt nicht alles so in Großbild auf. Aber dass ihr ein bisschen ein Gefühl dazu kriegt. Genau. Da sind wir wieder zurück bei der Eingangstür. So, ich setze mich wieder hin. Also herzlich willkommen in der neuen Praxis. Das war ein Prozess, ich sag euch, so unglaublich schön. Sobald ich Ja dazu sagte, zu dieser Idee, die mir die geistige Welt vermittelt hatte, fing es an, richtig Banane zu werden, ehrlich gesagt. Und auch während ich hier noch angestrichen habe, das hat sich die ganze Renovierung und Umzug hat sich über viele Wochen hinausgezögert. Und kam immer wieder Stopps dazwischen. Und mir wurde gesagt, da geht es ums Atmen. Atmen. Ja, wieder was machen, dann wieder atmen. Und atmen lassen. Aber auch die Energien, die wollen atmen. Unser Körper möchte atmen. Und alles, was sich in uns verändert, möchte durchatmen. Also diejenigen von euch, die schon einiges über Meditation und Atmen machen, werden gemerkt haben, wie unglaublich gut das tut, bewusst zu atmen im Moment. Und diese Atmungsenergien wirklich in den Körper hineinzuziehen, durch das Herz, durch die Organe, durch alle Teile unseres Körpers, durch unseren Geist. Unsere Arme, Beine, Füße in die Erde hinein. Genau. Weil diese 1, 2, 3 Energie, die ist dafür da, dass alles, was wir, sage ich mal, auch für die Erde mitteilen oder mittragen oder mit bearbeiten, weil sie steigt in einem rasanten Geschwindigkeit auf. Ist manchmal zu viel und wir haben oft gemeint, wir müssten sehr viel über den Körper machen, ja, um zu heilen und das ist nicht mehr gebraucht. Und wenn wir so diese 1, 2, 3 Energie machen, ja, dann geben wir das, was der Erde gehört, der Erde zurück. Weil, sagen wir mal ehrlich, sie ist doch so viel größer als wir. Und sie kann das viel besser verarbeiten als wir und unsere Körper. Genau. Auch habe ich hier ein paar Karten hingelegt. Zeige ich euch auch nochmal. Stehen wir auf, oder? Muss ich hier aufstehen? Ich werde sie auch einzeln noch beleuchten. Ja, es gibt viel zu sagen in dieser Zeit. Ja. Trotz allen Kalamitäten, die passiert sind, auch bei uns in Kreuznach. Wir haben hier die Nacht verbracht mit einer Häuserreihe nur 15 Meter von uns, die völlig unter Wasser stand, wo Leute evakuiert werden mussten und wo die kleine Nav, die hier durch unser Dörflein oder Ortsteil strömt,
zu einer wuchtigen Masse wurde. Feuerwehr die ganze Nacht und alles, was Deich war, wurde bewacht. Und ich finde diese Leute, wir haben hier so die freiwillige Feuerwehr. Ich habe sie zum Glück echt auch persönlich treffen dürfen. Solche tolle Leute mit so einer Herzensliebe und Leidenschaft für das, was sie machen. Ja, es geht sehr um die Herzensenergie im Moment. Ihr müsst euch so vorstellen, wir sind gerade durch den Vollmond gegangen. Ja, obendrauf auf allem, was passiert. Der Vollmond im Wassermann. Vom 23. auf den 24. Juli. Am 22. August haben wir wieder einen Vollmond im Wassermann. Dazwischen liegt ein sogenanntes energetisches Löwentor, was ungefähr am 26. Juli anfängt, dann seinen Höchstpunkt am 8.8. hat und dann wieder abklingt. Ein Löwentor ist, ich denke, vor allem in diesem Jahr sehr energiereich. Löwen haben ja zu tun mit der Sonne und das haben wir ja auch schon besprochen. Wir kriegen unglaublich viel Sonnenenergie durch. Auch weil die Schumann-Frequenz immer mehr so still steht, dass die Einflüsse aus dem Universum und vor allem von der Sonne uns mehr betreffen. Und ihr werdet auch gemerkt haben, dass es im Kopf sehr dusselig sein kann, ja, dass man nicht mehr klar denken kann oder man denkt zu viel und kann es nicht stoppen, ja, das Karussell. Das heißt auch, dieses Licht, auch wenn wir, ob wir draußen sind oder nicht, das ist völlig egal, kommt durch unsere Zirbeldrüse hier rein und öffnet unser drittes Auge, was gemeint ist, sich wieder zu öffnen. Das heißt aber auch, dass unsere physischen Augen im Moment ein bisschen Schwierigkeiten haben. Ja? Vielleicht habt ihr es gemerkt, dass ihr unklar seht oder meint, ihr braucht eine neue Brille. Braucht ihr nicht, es geht vorbei. Macht euch einfach keine Sorgen drum. Es ist eine enorme Anpassung, die da passiert, weil mit diesen Augen beobachten wir. Mit diesem dritten Auge fühlen wir. Ja, das ist bei vielen von uns abgeschaltet oder minimiert worden in den letzten tausenden Jahren. Und so wird auch dieses Sprichwort, wenn alles, was ungesehen war, gesehen wird, wie viel kann sich dann ändern? Genau, und ich spreche jetzt ein wenig aus, ja, ich habe gerade gesagt, Wassermann, Vollmond im Wassermann. Wir sitzen zwischen zwei drin. Wassermann hat ja alles mit dem Uranus zu tun. So, für diejenigen, die das noch nie gesehen haben, Uranus ist ein wunderschöner Planet. Ist eigentlich kein Planet, es ist Gas. Uranus besteht nur aus Gas. In wunderschönen Farben. Also Uranus hat zu tun mit nichts greifen können. Alles ist Gas. Alles ist flüchtig. Ja, wie die Luft, die man nicht greifen kann oder einengen kann. Es geht hier um Freiheit, sich ausdehnen. Jawohl. Ich mache wieder Verbindung zu Uranus, weil ich habe ihn befragt, auch wegen diesem Video und auch wegen, was ich merke, was immer vorgeht. Ja, weil wir merken in uns, wie wenig wir noch greifen können oder begreifen können.
Das ist eigentlich dafür gemeint, dass diese Gefühlsebene, auch die Herzebene, sich viel mehr ausdehnen kann. Blöde ist, wir sind es einfach nicht gewohnt. Und auch diejenigen von uns wie ich, die so unglaublich viel fühlen, schon seit der jüngsten Kindheit, haben einfach gelernt, in diesem System, diesem alten System, alles sehr greifbar zu machen und auf Sicherheit zu beschränken und zu haben und zu sehen. Nur wenn wir es sehen, dann glauben wir es. Jetzt geht es um das Ungesehene, um das zu erspüren und dem zu glauben. Es wird ein Prozess werden, meine Lieben, der über diesen Monat natürlich hinausgehen wird. Erstmals geht es darum, vor allem auch in dem Monat August, zu heilen. Zu heilen von allen Dingen, die wir erlebt haben, die uns wirklich den Atem geraubt haben, auch schon in jüngster Kindheit. Ja? Sachen, die wir beobachtet haben, Dramen, die sich vollzogen haben, nicht nur die heutigen, sondern auch damals. Oder Dramen, die unsere Eltern erlebt haben. Ja, viele davon, Kriegsgeschichten auch. Oder Unverarbeitetes, weil einfach zu viel da war, um zu verarbeiten und viel zu schmerzhaft war, um zu verarbeiten. So, dann habe ich hier eine Drachenkarte gezogen. Wir haben ganz starke Drachenenergie da. Es hat mich gewundert, aber eigentlich auch gar nicht, dass ich die Rose gezogen habe. Es geht nämlich im Moment um zwar eine sehr feurige Drachenenergie. Ja, man könnte auch sagen, ja, ist Phönixenergie. Ja. Wer sich mit dem Phönix auskennt, der weiß, da werden Sachen so richtig verbrannt und gereinigt durch Feuer. Die Drachenenergie sagte mir aber, es sanft anzugehen und es über das Herz anzugehen und sanft mit uns selber zu sein und freundlich, wie ich damals auch sagte, zu diesem dritten Modell, dem wir immer mehr angleichen, freundlich, harmonisch, offen, sanft. Um uns zu kümmern, um unsere sanften Bereiche, unser Herz, was da mir sehr hilft und vielleicht euch auch. Ich habe mir Rosen gekauft, weil die sind so gut und so schön für die Herzensenergie. Und auch Rosenduft. Ja. Uranus sagte mir nämlich, bei Gas kannst du dir vorstellen, was du willst. Ja. Wenn unser Fokus hingeht zu einem ätzenden Gas, ja, womit wir Gas oft verbinden, oder zu einem gefährlichen, explosionsartigen Gas, das wird uns nicht helfen, in diese neue Mitte zu kommen. Er sagte mir, stellt euch vor, dass es ein süßes Gas ist. Ein süßes Gas, das uns daran erinnert, wie es ist, unbeschwert zu sein und unbedarft. Ich warte jedes Mal, weil ich merke, dass da was ankommt. Ich mache kleine Pausen dazwischen. Genau. Und rein und klar und leicht und schön. Genau. So, also diejenigen von euch, die meinen, aus der Mitte heraus zu sein oder öfters aus der Mitte heraus zu sein, fragt euch mal, könnte es möglich sein,
dass eine neue Mitte in uns entsteht. Uranus geht sehr darum, in einer rasanten Geschwindigkeit, muss ich hinzufügen, Sachen umzuplatzieren. Ja? Man kann auch sagen, umzuziehen, wie interessant, ja, wegen dem Praxisraumwechsel. Und auf einmal befinden wir uns an einem neuen Platz in uns und meinen, aus der Mitte zu sein. Was aber könnte das die neue Mitte sein, die so unbeschwert und frei und unbedarft und süß ist? Und das, sage ich mal, das alte System in uns noch sagt, nee, das kann nicht sein, das ist doch zu gut, um wahr zu sein. Und wo ist der Haken? Ja, also das ist diese Ambivalenz, die wir noch spüren. Zwar schon das ganze Jahr, aber ich denke, jetzt sind wir richtig auf dem Höhepunkt zwischen Verstand, Geist, Verstand, der uns immer wieder zurückbringt nach, ja, ich brauche Beweise. Ich brauche Beweise, ich muss es sehen können, um es zu glauben. Ja, wo wir auch immer im Außen gucken, ändert sich schon etwas. Ja, und wo dann das Herz, sag ich mal, und die Gefühle nach innen gucken, weil ihr habt gemerkt, dieses Zimmer ist viel mehr nach innen gerichtet und nicht mehr nach außen, nach vorne zur Welt hin. Nur mal, um das kurz zu sagen. Nach innen gerichtet, um da zu spüren, wie es in unserem eigenen Universum steht. Wie das aussieht, wie es riecht, wie es sich anfühlt. Und mehr denn je, unsere Begleiter, die wir seit Anfang unserer Geburt und davor und in unserem Leben davor. Und ich spreche jetzt nicht über Schutzengel. Ich spreche über was anderes, worauf ich auf ein anderes Mal gerne weiter zurückkomme. Wir haben immer Begleiter gehabt. Manche haben zwei, manche haben mehr, die dafür da sind, unsere Freunde zu sein und die sich immer in unserer Nähe aufhalten, die immer mit uns mitkommen, wo immer wir auch sind. Und es ist egal, welche Wahl wir da treffen. Wenn wir beschließen, von einer Klippe zu springen, dann werden sie uns unterstützen. Wenn wir beschließen, das Leben zu leben und in unsere Größe zu kommen, auch da werden sie uns helfen. Sie haben keine Meinung und sie haben keine Bewertung. Sie lieben uns über alles und sind nicht gemeint, der Führer in unserem Leben zu sein oder die Führung. Die Führung sind wir und sie werden uns unterstützen in all dem, was wir beschließen zu tun oder zu kreieren. Wie gesagt, ich komme da ein anderes Mal noch weiter drauf zurück. Kein Versprechen. Ich muss auch immer fühlen, was ansteht und was nicht. So, was ist der Sinn der Sache im Moment? Und zwar geht es hierum. Ich glaube, das war, ach, ich hatte die falsche Karte gezeigt. Die Phönix-Energie war diese. Entschuldigung. Das, was ich heute vorgezeigt ist, darum hatte ich es wahrscheinlich direkt in der Hand. Abmachung zwischen Gott und Menschen ist, wir haben freie Wahl und wir werden nicht bewertet für die Wahl, die wir treffen. Das heißt aber auch,
Wenn wir Hilfe brauchen oder wollen, müssen wir darum bitten. Weil die geistige Welt hat kein Vetorecht über uns und kann uns auch nicht helfen, wenn wir nicht darum bitten. So, darum komme ich immer wieder zurück auf Fragen stellen. Fragen öffnen diesen Kanal dazu oder auch darum zu bitten, dass geholfen wird, weil sie sind so unglaublich froh und dankbar, uns zu helfen, können und dürfen es aber nicht machen, wenn wir nicht darum bitten. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke in diesen neuen Energien, und das wurde sehr klar mit dieser Praxisumräumung, ich merkte, ich machte einen Quantensprung in mir zu dieser neuen Energie, die nicht mehr 3D ist und wo sich meine Systeme wirklich neu einsortieren müssen. Und ich sage euch, es war so stark, vor allem während dem Anstreichen, dass ich darum gebeten habe, es zu stoppen, weil ich ein paar Mal fast von der Leiter gefallen bin. Und zwar, und vielleicht erkennt ihr das in euch, kommen diese neuen Energien wie durch eine Riesenspirale, ja, aber auch hier durch unsere Zirbeldrüse in unser System rein. Das verursacht in den dichteren Formen in uns, also der Körper, oft Schwindel. Also wundert euch auch nicht, wenn ihr schwindelig seid oder euch schwindelig fühlt. Macht dann wieder atmen, ja, immer wieder atmen, auch wenn es nur ein paar Minuten ist, zwischendurch. Konzentriert euch wieder, bittet um, wo ist die neue Mitte, darum bitten, diese zu finden und macht dann erst wieder weiter. Ja, also ganz wichtig, um Hilfe zu bitten. Ich merke nämlich in diesen neuen Energien, dass ich an manchen Tagen sogar nicht weiß, was ich anziehen soll, wie ich den Haushalt gewuppt kriege, was ich kochen soll, was ich noch essen soll, was ich nicht mehr essen sollte. Es ist, stellt euch so vor, wenn der Goldfisch, der ganz lange in einem kleineren Aquarium gelebt hat, auf einmal ausgesetzt wird in einen großen See, ist das erstmals sehr überwältigend für ihn. Ja? Aus Gewohnheit, sage ich mal, und Mechanismen wird er immer noch diese kleine Programmierung, die er kennt, bewandern und sich noch nicht trauen, um in dieses größere Gewässer hinaus zu schwimmen. Ich beschreibe wieder eine Spirale. Ja, die eine kommt runter, die andere geht hoch. Genau, auch wenn dieses Video ein bisschen mystisch ist, ich erhoffe mir, dass einiges von diesen Energien euch ankommen und vielleicht auch einige Erklärungen dazu. Es geht aber nicht so sehr um eine Erklärung, es geht eher ums Fühlen und dass sich das dann auch leichter in euch finden darf, ja, wo von oben und unten etwas zusammenkommt in eine neue Mitte hinein. Sehr gut. Ja, es wird dem Goldfisch und uns einige Zeit brauchen, auf dieses neue Abenteuer zu gehen, ja, in dieses enorm großes Gewässer, in dem wir gelandet sind, um uns zu trauen, das zu entdecken, um uns nicht mehr so klein zu fühlen im Vergleich zu diesem großen Gewässer. Das spüren wir auch, ja, das verunsichert ein bisschen. Und man denkt, ich weiß ja gar nicht mehr, wer ich bin oder wie ich Sachen hinkriege.
oder wie ich Sachen machen soll, oder ich weiß nicht mehr, ob ich komme oder gehe, wie ich schon vor ein paar Monaten sagte. Bitte auch da, bei den einfachsten Sachen, bittet um Hilfe, um euren Alltag bewältigen zu können, um überhaupt einkaufen gehen zu können, kochen zu können, Dinge sauber halten zu können, weil alles ist anders im Moment. Es ist nicht mehr da, wo es war. Und ihr werdet auch merken, dass wenn ihr in der Routine bleibt von dem, wie es war, ist es super anstrengend und auch nicht sehr zufriedenstellend. Ja? Also bittet um Hilfe, bittet auch da um Leitung. Nein, die geistige Welt macht es nichts aus, wenn wir um für uns scheinbar unwichtige Sachen fragen. Ach, das müsste ich doch hinkriegen, denken wir dann. Ach, ich bin ja vielleicht wirklich zu doof dafür. Oder dass wir auch ein Stück Scham fühlen, dass wir Sachen nicht so hinkriegen, wie wir sie mal hingekriegt haben. Liebe Leute, all das ist das alte System. Es steckt voller Scham und voller Schuld. Bitte glaubt nicht mehr daran. Fragt einfach. Und bittet auch um Leichtigkeit, bittet um Spaß, das neu entdecken zu dürfen. Ob es jetzt sauber machen der Wohnung ist oder einkaufen, es ist egal, worum es geht. Ja, bittet darum, weil es macht der geistigen Welt so einen Spaß, uns dabei zu helfen. Und ihr werdet merken, auf einmal sieht ihr etwas ganz anderes, nämlich durch andere Systeme. Dafür braucht ihr nicht zu denken, es einfach passieren zu lassen. Lasst euren Blick mal schweifen und guckt, wo der Blick hingezogen wird. Vertraut dem. So, was habe ich hier noch zu sagen? Oh, ja. Die Zwillingsflammenenergie habe ich auch gezogen. Ihr seht, hier steht eine Frau mit ihrem Engel. Über Zwillingsflammenenergie ist schon sehr viel gesprochen worden und ich muss ehrlich sagen, ich finde vieles nicht hilfreich. Bei Zwillingsflammenenergie geht es immer an erster Stelle um die Verbindung zwischen uns und unserem höheren Selbst, unserem Geisteswesen, unserem Wesen, das ja viel größer ist als wir in diesem Körper. Ja, ich kann es hier noch mal zeigen. Könnt ihr das sehen? Ich muss mal aufstehen. So, wenn das der Mensch ist, hier unten, ist das unser wahres Wesen. Und könnt ihr sehen, wie groß dies ist oder wie groß das Potenzial davon ist? High Human Territory steht da auch, ja? Also hohes Bewusstsein. Genau, womit wir alle hier hingekommen sind. Ich setze mich wieder. Gar nicht mehr, wo ich war, aber so ist es im Moment. Ja, wir sind so viel größer und wenn ich das mal so messen würde, es ist, ich glaube, 30 Mal größer als wir in diesem Körper. Ja? Und wir dehnen uns aus. Auch unsere Energien dehnen sich aus. Und auch da fühlen wir uns manchmal klein und unwichtig in diesem Körper. Ja, weil wir merken, wir expandieren oder merken es vielleicht auch nicht, aber fühlen uns ein bisschen wie verloren, ja, oder wissen nicht mehr so richtig, wer wir sind. Gut zu wissen, dass es ein gutes Zeichen ist und bitte seid geduldig mit euch selbst. Lasst uns alle geduldig sein, auch ich, ja, bis wir diesen neuen Raum oder Räumlichkeiten, energetische Räumlichkeiten, ausfüllen, wie der Goldfisch auf einmal sein größeres Territorium ausfüllen darf.
Also Zwillingsflamme geht an erster Stelle immer wieder um die Beziehung zu uns selbst und die Beziehung zu unserem höheren Wesen, das wir in Wahrheit sind, was viele Tausende von Jahren in einer Trennungsenergie gewesen ist. Ich sage euch, liebe Leute, wenn ich da rein fühle, jedes Mal wieder, das, was getrennt war, kommt zusammen. Es ist die größte Liebesgeschichte, die ich jemals gefühlt habe. Ihr merkt es, es berührt mich sehr, sehr tief. Es ist, wenn Gott und Menschen wieder eins werden. Es ist, wenn Engel und Menschen wieder eins werden. Und nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Und vielleicht brauche ich hier gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich merke eigentlich, ja, dass das das Wichtigste ist, was gesagt werden wollte. Bleibt im Glauben und in der Zuversicht. Es passieren wundersame Sachen. Lasst euch nicht ablenken von dem, was ihr beobachtet oder was euch gezeigt wird. Auch nicht im Fernsehen oder wenn ihr selber zur Stelle wart bei diesen Gebieten. Fühlt hinein. Ja, eine ganz liebe Klientin von mir, die auch vor Ort und Stelle war, sagte, zuerst war ich erstmal total entgeistert. Und dann fing ich an zu fühlen. Da sagte, ich habe noch nie so ein offenes Gefühl gekriegt. Ein Lächeln in den Gesichtern der Menschen, das von innen hinauskam. Das offen steht zu anderen. In wahrem Mitgefühl, in wahrer Menschlichkeit, in wahrer Nähe zueinander, als Menschen und als Wesen. Konzentriert euch so gut ihr könnt auf was ihr fühlt, auch wenn ihr dafür die Augen ab und zu mal schließen müsst. Im Hintergrund passieren Dinge, die nicht aufzuhalten sind. Nichts, aber auch nichts kann das noch stoppen. Es eröffnen sich Sachen in uns, die so göttlich sind und die wir immer schon waren. Und wir erinnern uns immer mehr in uns selbst und miteinander. Und hiermit möchte ich die Aufnahme für heute beenden. Bis bald, meine Lieben. Alles Gute für euch. Bis dann.